weiter geht's mit Assassin's Creed Black Flag und wie ihr seht, oder beziehungsweise wie ihr schon so erahnen könnt, geht's heute weiter natürlich mit den Oberen der weiteren Force. Wir fangen heute an mit Gibara. Wenn es uns das jetzt zulässt, wohlgemerkt. Ich muss mal gerade gucken, was... Was gibt's Neues? Ja! Gucken wir gerade die Jektor, weil wir müssen, glaube ich, Vorräte ein bisschen auffüllen. Wir müssen unter anderem Force machen. Wir müssen unter anderem Mörserkugeln auffüllen. Wenn ich das darf, wohlgemerkt. Kaufen. Jektor. Oh, Rumpfausbau, Breitseiten. Von Panzerung. Ich hätte gerne noch ein bisschen was an Zwecks gehabt, tatsächlich. Hier können wir verbesserte Kettenkugeln machen. Mörser. Da fehlt uns ein bisschen Metall. Ein bisschen sehr viel Metall. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie mal... Kann ich. Muss ich jetzt echt runter vom Schiff oder was? Oder wie sieht das aus? Ja, schauen wir mal. Ah, warte mal. Ich muss mal kurz zum Kapitän... so Dings... Weil ich muss schließlich ein paar Waren erwerben. Ich muss nämlich erstmal, bevor wir hier angehen, das ganze Thema. Sag noch mal, also. Deswegen nehmen wir jetzt das vor, weil. So, Schiff reparieren. So. Hat ja ein bisschen was gelitten, aber nichts Wildes. Oh, das war jetzt keine Absicht. Munition, das war der Gedanke dahinter. Mörsergeschosse. Davon haben wir ja relativ viele jetzt verbraucht. Und dann nehmen wir das mit. Creo que ha sido un buen trato. Hasta otra. Tap. Gut, dann machen wir mal los und Captain steuert! Gott, falsche Taste. Herr Segelmänner! So, machen wir mal los, ne? Setzt Topfrahmen und Marssegel! Wir können hier das gleiche wieder vorgehen mit den... mit den Mörserkugeln. Habe ich jetzt raus ohne Probleme? Ich muss ja irgendwie wieder aufs Meer, ne? Ja, ich habe immer ein bisschen Lecker bekommen von YouTube wegen den ganzen Urheberrechtsverletzungen, die ganzen, wegen den Chanties. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu groß in irgendwelches feines Gebiet segeln müssen. Dann habe ich ein bisschen aus Entfernung. Eigentlich müsste ich zuerst den Kanonentor machen. Alles andere, da passt dann erstmal. Dann hätten wir zumindest das Offizier. Aber guck mal. Wir gucken einfach mal, wie es wird. Mein Ziel ist es halt heute erstmal, Forst zu machen. Ja, das nehmen wir mal mit. Was da so rumstreit. Mitgenommen. Ja, da kommen ein paar Schiffe auf uns zu. Oh, wir sind binnen. Wir segeln tatsächlich mehr oder weniger ins feindes Gebiet rein. Na gut, aber es muss ja nichts heißen. Es kann ja auch sein, wenn wir jetzt als nichts Dramatisches dazu. Wir sind jetzt im Sperrgebiet, aber da vorne müssen wir hin. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Ja, ja, das wollen wir machen. Hier auf dieser Insel oder was? Ist der Clan? Oder die große dahinter? Rahm und Marssegel fest surren! Ich
schlimmer gerade ein bisschen vom Fiend. Ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen... Ah, okay. Da müssen wir hin. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Da müssen wir hin. Setzt alle Segel, die wir haben. Ja, ich sehe jetzt gerade noch nichts. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. So, ist ertrunken. Ertrunken, ja. Feuerbord! Da ist jemand in Seenot, Captain. Nur mit. Kopfsegel reffen! Aufgehalten! Aufgehalten! Aufändern! Alle klar zum Bergen! Wir kommen noch nicht so weit mit dem, ne? Verzug diese Seile! Bring die Hauptsegel in den Wind! Lass die Hunde los! So viel Sinn! Glück hat, glaube ich. Einholen! Vorsegel einholen! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Bereit zu feuern! Ausweichmanöver! Feuer! Wir müssen diese Türme treffen! Bereit zu feuern, Sir! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Wir nähern uns einem Vorkämpfer! Ja, ja, ich hab das schon mitbekommen. Verdammt! Ah, verdammt daneben. Feuer! Da, Captain! Eine Seite genau da rein! Feuer! Erledigt. Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Halt drauf! Ja, ja, bin doch da dran. Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Ja! Bereit zu feuern! Feuer! Was flaschen denn hier? Flachsen jetzt? Dass ich die nicht reinkomme? Was war schon jetzt gerade? Segel setzen, Bewegung! Los, Segel setzen, an die Leinen! Ja, ja, ich hab schon gesehen, was ich, wo ich hin muss. Beeil dich, Mann! Wir müssen die Türme treffen! Feuer! Wir müssen die Türme! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Geschafft. Zumindest mal die. So, haben wir zumindest mal die Schwächung ein bisschen. Backbord, Sir! Dort schwimmt Beute! Ja, ja, es ist mir gerade egal. Ich will da jetzt erstmal ran. Alle Segel bewegt! Greift die Top- und Bramsegel! Segelberg!
Bergen! Alle Segel bergen, Männer! So, einmal wieder andocken hier. Und dann geht's weiter. Wir müssen den Dings holen, ne? Wie immer, ja. Ach Mann, jetzt läufst du doch wieder in die Flammen. Ich muss jetzt gucken, dass ich da mal irgendwie rankomme jetzt. Dass ich da halbwegs jetzt reinkomme. Kann ich da nicht hoch? Da muss ich da hoch können, oder nicht? Oh Mann! Ich gehe lieber baden jetzt. Weil die Offiziere, mit die ein bisschen wirkungsloser sind hier. Ja. So, jetzt. Ja, aber das war mir klar, weil sobald ich da irgendwie, ich bin ein bisschen durcheinander, wenn du dann gegen alle treten musst. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder vom Startpunkt auswählen, oder? Darf ich tatsächlich erstmal sagen, jo, das vorgeht erstmal mir. Zumindest das, weil das ja eigentlich geschafft ist. Ja, gut, okay. Dann haben wir zumindest die Aufgabe schon mal gehabt. Wir sollen jetzt erstmal den Typen da, genau. Ich irgendwie mit Rauchbomben. So, ich komme immer noch besser mit zurecht, als wenn ich jetzt irgendwas. Oh, geh doch erstmal schwimmen, anstatt da hoch, ey. Also nochmal da hoch. Gehen wir mal, ohne die Typen ja jetzt irgendwie zu beachten. Jetzt haben wir's. Aufgabe erledigt. Krieg's rum.
Moinsen, ich bin schon wieder da. Und tschüss. Geschafft. Spanien weg. Piraten. Darab. So. Nummer 3 geht jetzt auf unsere Kappe. Und damit haben wir ein weiteres Gebiet. Ein Teilgebiet der Pazifik. Nicht Pazifik. Nicht Pazifik hier. Karibik natürlich. So. Meine Fresse. So, das war jetzt etwas länger. Wie gesagt, ihr seht, wie viele Kisten da noch irgendwo rumtreiben und was auch immer. Also wir werden wahrscheinlich nicht alles hinkriegen, aber wir werden Step by Step erstmal durchgehen. Was haben wir hier? Ah ja, befreundetes. Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Ach, das war ja das Schiff, das wir hatten. Wir müssen da. Ach, das ist ein Gegner. Ist ein Gegnerschiff einfach so? Okay. Gut. Wir können jetzt weitermachen mit den beiden Forts. Das will ich jetzt noch in dieser Folge hier machen. Das Dio de Jagua. Ja, warte mal. War noch hier? Wir haben doch noch hier irgendwas, ne? Warte mal. Ja, hier sind noch eine Truhe und zwei Animus auch allerdings. So. Keine Sorge, die Mission machen wir irgendwann noch. Ich werde jetzt erstmal nur nach und nach die ganzen Force angreifen. Mit denen inklusive der ganzen Kisten. Wenn wir natürlich dann irgendwann Kontrolle komplett über die Karibik haben, dann kann man auch nach und nach die ganzen die Assassinen-Aufträge angehen. Aber jetzt erstmal ohne Ende die ganzen Force. So, eine weitere Tour. Da oben ist das Ding. Okay. Warte mal. Lass mal kurz gucken. So. Und das letzte ist. Ne, warte mal. Hier voll die Truhe noch. Nicht hoch? Oh ja, dann halt nicht. Ich glaube, ich habe so blöde gerade dafür. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Da ist er. Dann haben wir noch einen. Warte mal, da ist er. So, Thema Gibara Check. Wie gesagt, bis auf die Assassinenaufträge. Aber das ist jetzt nicht unsere Baustelle. Wir werden jetzt uns rüber nach Havanna begeben und dann das nächste voreinnehmen. Ich will mich halt immer gerne weiter, dass wir immer über die Karibik haben. Weil dann haben wir nämlich Ruhe. Weil dann können nämlich die ganzen gegnerischen Schiffe da kommen, wie sie Lust und Laune haben. Sie werden eiskalt natürlich kurz platt gemacht. So, ab nach Cape Bonavista. Da, wo wir, glaube ich, mehr oder weniger gestartet sind, dieses Abenteuer. So, genau. Ich erinnere mich. Ich glaube, hier sind wir mal irgendwann gestartet. Das müssen wir tatsächlich auch nochmal aufnehmen. Beziehungsweise dazu machen. Dieses Cape Bonavista, dass wir da noch die ganzen Sachen hier, Chanties, ETC, Kisten und. Das machen wir, glaube ich, danach. Wenn wir jetzt das vorhaben, dann holen wir uns Cape Bonavista. Aber jetzt erstmal, ich muss gerade gucken, wo wir überhaupt sind. Ich wollte eigentlich jetzt das vorher machen. Darf ich das nicht? Sie flachsen jetzt? Wo ist denn das Resting? Hallo? Okay. Ich weiß es nicht. Das ist gerade nur ein bisschen verpackt.
Müssen wir jetzt echt. Ernsthaft? Da habe ich jetzt ein. Ja, Mission. Aber. Karibisches Meer. Alle Symbole. Ich hätte gerne jetzt einfach nur. Soll ich jetzt verarschen gerade? Ich wollte nur das vormachen, das daneben ist. Und nicht da jetzt irgendwie doch hinspringen. Ah ja, stimmt. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben ja angefangen damals. Das ist natürlich super. Eine tolle Idee, wenn ich da, wenn du da statt einfach mal zu sagen, okay, wir springen mal kurz in den Haufen, was auch immer da war. Komm her, Mietzekatze. Was willst du? Du hast jetzt? Ey, du bist nur. Ich bin nur gerade Wie viel sollst du jetzt noch sterben oder was? Du musst jetzt. Jetzt verpiss dich. Jetzt mag ich nicht. Das ist doch nicht zum Kotzen gerade. Du synchronisierst, das ist ja Teil deiner Aufgabe. Du darfst jetzt nicht mehr leben. Du musst jetzt die ganze Zeit sterben. Jetzt geh weg. Wo ist das Viech? Jetzt aber. Meine Fresse! So! Ey! Ich wollte nur dies. Also ich scheinbar. Scheinbar muss ich jetzt echt das Ding da holen, oder was? Dann müssen wir das echt machen als erstes. Schön, dass ich das jetzt noch machen muss. Komme ich jetzt hoch? Schau mal dort. Hey. Oder? Oder bin ich hier wieder auf der falschen Seite der Insel gewesen gerade? Doch nur. Eigentlich wollte ich das vormachen. Das zweite. Wieso bin ich jetzt. Ich verstehe es gerade noch nicht. Ich verstehe es gerade noch echt nicht. Muss ich jetzt echt hier hin und her schwimmen, um. Jetzt eine Ding zu holen. Ob ich jetzt echt um die Insel rumschwimmen oder was? Oder wie sieht das jetzt einfach aus? Ey, das ist doch. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ich muss jetzt hier einmal komplett um die Insel rum oder was? Da habe ich keinen Bock drauf gerade, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt echt genervt zu gerade. Ich wollte schon was vormachen. Und ich jetzt hin und her. Moin. Aber ich verstehe es gerade. Ah ja, ne? Mann.
Captain steuert. Ich will keine Mission machen. Achso, ja, ein Seestich, natürlich, klar. Oder darf ich das, weil ich auf dieser Insel war, wurde mir das nicht angezeigt. Wie gesagt, eigentlich war der Plan was anderes heute. So, also. Ah, scheinbar ist das echt der Fall gewesen, dass ich das nicht darf. So, was habe ich jetzt gesagt? Eigentlich wäre das Ding jetzt als nächstes der Fall gewesen. Castillo de Uyaga. Aber da wir jetzt etwas praktischer dran sind, machen wir jetzt erstes Mal erstmal Kontor. Alle Segel! Weil das jetzt, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen sinnvoller jetzt, das vor da anzugehen, dass wir da ein bisschen, dass wir die Seite schon mal haben und dann haben wir die... Super! Verarscht mich? Willst du mich verarschen? Ich darf das nicht? Ernsthaft? Leco mio! Ja, ich mach schon wieder raus, aber... Also darf ich jetzt tatsächlich nicht dieses eine voreinnehmen, was ich eigentlich gerne hier gemacht hätte? Mann. Okay, dann halt nicht. Schade. Ich wollte mich jetzt also an der Step-by-Step ein bisschen die Force angreifen. Darf ich da wenigstens hin? Wunder mich. Oder ist das echt, weil ich hier unten. Okay, dann halt nicht. Dann eigentlich wollte ich heute ein bisschen Forst machen, aber dann darf ich das halt nicht. Dann machen wir erstmal eine Hauptmission wieder mal, damit wir weitermachen können. Würde ich sagen. Sorry, eigentlich war es anders geplant. Aber scheinbar müssen wir erstmal die Hauptmission abschließen, damit wir überhaupt weiterkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit einer Hauptmission Zuckerrohr und seine Produkte. Wir gehen kurz hin und in der nächsten Folge machen wir sie. Wir müssen Erinnerungen machen, um halt weiterzuarbeiten. Bis dann, tschüss.